Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde und dieses Mal machen wir ein richtig leckeres indisches Gericht und zwar Chicken Curry. Ja, fangen wir gleich an und deswegen schneiden wir das Fleisch schon in Würfel, in grobe Würfel. Ich muss sagen, ich liebe Currygerichte und natürlich ist dann das Chicken Curry ganz weit vorne in meiner Hitliste. Ist das Fleisch dann nun soweit, dann geben wir es in eine Schüssel und marinieren es. Ja, und zum Marinieren nehme ich einen großen Esslöffel voll mit dieser Knoblauch-Ingwer-Paste und die habe ich immer auf Vorrat vorbereitet. Weiter nehmen wir dann noch einen Teelöffel Salz hinzu und mengen dann das ganze Fleisch schön durch, damit das ganze Fleisch belegt ist mit der Ingwerpaste, mit der Knoblauch-Ingwerpaste und mit dem Salz, damit es dann schön durchzieht. Wenn man kann, kann man das Fleisch auch schon einen Tag vorher marinieren. Umso länger, umso besser. Gut, wenn es jetzt schon mariniert, dann können wir parallel schon mal die Zwiebeln vorbereiten. Und die schälen wir und schneiden die in grobe Würfel. Am besten geeignet dazu sind diese Gemüsezwiebeln. Auch brauchen wir für später Tomaten und deswegen nehmen wir zwei große Fleischtomaten und schneiden die auch in grobe Würfel. So, jetzt wenden wir uns dem Herd zu. Da nehmen wir Öl und geben richtig viel Öl in den Wok hinein. Und weiter geht's mit interessanten Gewürzen. Jetzt geben wir eine Zimtstange hinzu, die zerbröseln wir, dann zwei Kardamomkapseln und einen Teelöffel Kreuzkümmelpulver. Ja, und dann kommen schon die Zwiebeln hinzu, aber die werden nur ganz leicht angebraten. Ja, die werden nicht geröstet, ganz wichtig. Nach ein paar Minuten geben wir dann schon mal einen Esslöffel voll dieser herrlich leckeren Knoblauch-Ingwer-Paste hinzu. Dann schneiden wir ein gutes Stück Ingwer ab, schälen den Ingwer und schneiden den in kleine Würfel und die geben wir dann mit in die Pfanne. Ich finde Ingwer sowieso interessant, in der Kombination mit Knoblauch sowieso unschlagbar. Nach weiteren 5 Minuten können wir nun das Fleisch hinzugeben und weiter schön anbraten das Ganze und den Dingen die Zeit geben, die sie benötigen. Gewürzt dann das Fleisch jetzt mit Korianderpulver, Kreuzkümmelpulver, mit Kurkuma-Pulver, Garam Masala und Chicken Masala-Pulver. Ja, und das Ganze immer wieder schön durchrühren, ja, damit nichts anbrennt. Die Gewürze müssen ja komplett homogen verteilt sein. Demzufolge nach weiteren 5 Minuten geben wir dann mal die Tomaten hinzu. Und etwas später geben wir dann noch 125 Gramm Naturjoghurt hinzu. Und die Farbe von diesem Chicken Curry, der sieht ja jetzt schon richtig lecker aus. Also man kann das Chicken Curry mit Fladenbrot oder mit Reis essen. Nun, wir entscheiden uns für Reis und deswegen geben wir dann noch mal ein bisschen Brühe oder Wasser hinzu, damit das Ganze ein bisschen flüssiger wird. Zum Schluss gebe ich dann mal ein bisschen Knoblauch-Ingwer-Paste hinzu, einfach um den Geschmack noch ein bisschen zu intensivieren und ein bisschen mehr Schärfe zu erzeugen. Ja, und dann können wir das Ganze auch schon auftischen. Jawohl. Also, wir geben ein bisschen Reis in den Teller, machen eine Mulde und in die Mulde kommt dann das Chicken Curry rein. Und das ist noch nicht alles. Zum Schluss schneiden wir nochmal ein paar frische grüne Korianderblätter und geben die drüber. Das ist dann das i-Tüpfelchen drauf. Ganz lecker. Und ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieses herrlich leckere indische Gericht nachkochen würdet und mir berichtet, wie es gelungen ist.
Auf jeden Fall würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Nobbys Kochstunde wieder dabei seid. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.